Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Weißt du eigentlich, dass ich jedes Mal einen kleinen Schlaganfall bekomme, wenn du das machst? Genau, so soll es sein. Okay. Mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena ist der Pujan, der, wenn wir Glück haben, noch während der Sendung einen kleinen Schlaganfall erhält. Und ich bin der Sashi und wir sprechen heute über den 18. Dezember. Am 18. Dezember hat Geburtstag Nikolaus. Christina Aguilera. Die dünn, dick. Das sind, die letzten beiden sind doof für sie. Ja, dick. Auf jeden Fall die Frau mit der richtig granatenstarken Stimme. Ist sie dick am Ende? Und die hat am Anfang echt super drauf geachtet, war so ein Hungerhaken. Nicht hat Adele. Überhaupt nicht gefallen. Nein. Christina Aguilera. Ja. Und hat dann irgendwann gesagt. Hat sie gesagt, ja. Das mit dem Arm. Und zwar mit englischem Akzent. Ja. Und hat dann reingehauen und ist dann ein bisschen lustiger geworden. Und dann hat sie gemerkt, oh, scheiße, ich verkaufe nicht mehr so viel und die Leute wollen nicht mehr über meine Musik berichten. Also, Genie in a Bottle hat sie gemacht. Ja. Und hört. Lecker Mädchen, wenn sie sich mal für eine Figur entscheiden würde. Ja, genau. Grammy-Gewinnerin mehrfach und wurde am 18. Dezember 1980 geboren. Am 18. September 1986, also 6 Jahre später, kam ein Film in die deutschen Kinos, die uns beide sehr beeinflusst haben. Mich, weil ich den Film verstanden habe, ihn, weil er alles auswendig und gelernt hat und nachplappert. Ferris Bueller. Ferris Bueller! Macht blau. Ferris Bueller, du bist mein Held. Hat noch eine Stunde. Ferris Bueller kam in die Kinos, hat unser Leben nicht verändert, war aber ein saugeiler Film. Ich hab gehört, du fühlst dich krank. Kopfweh, Fieber, Gott sei Dank. Drum bin ich hier und lass mich blicken, denn ich bin Schwester und lieb das. Tür zu. Ja. Ja, wem das überhaupt nicht sagt, der muss jetzt mal Ferris Bueller gucken. Mhm. Ja, Ferris Bueller's Day Off auf Englisch und Ferris macht blau in der deutschen Waage. Mit Matthew Broderick. Und die Perle aus Dirty Dancing. Jennifer Grey. Danke. Ja, damals noch schnuggelig. So, aber am 18. Dezember 2002 kam ein Film in die Kinos, der Herr der Ringe, die zwei Türme. Also der zweite Teil der Herr der Ringe. Davor Herr der Ringe, der eine Turm oder was? Die Gefährten. Ah, aber die Gefährten. Was soll ich dir das erklären? Die zwei Türme. In zwei Minuten sowieso. Ja, okay. Ja. 18. Dezember. Ebenfalls 18. Dezember 1988 allerdings gewann die deutsche Tennismannschaft das erste Mal in Göteborg, Schweden, den Davis Cup. Ja, so machen sie ja. Ich bin sicher, sie sahen besser aus als das, was du gerade gezeigt hast. Ja. Auf jeden Fall. Mit Boris Becker, oder? Ja. Boris Becker, Carlo Besteb. Stimmt, Charlie. Patrick Kühn, würde ich sagen, war dabei. Und das war's. Wo guckst du denn hin? Ich guck einfach Steht mal. Steht das so. Da irgendwo? Ja, genau. Okay. Patrick Kühn, Karl-Uwe Steeb, Boris Becker. Und das war's, 18. Dezember. Niki Pilic, würde ich sagen, war der Trainer. Während er noch weiter quatscht. Glaube ich jedenfalls. Angeber wissen. Ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Morgen geht's wieder weiter mit einer ordentlichen Portion Angeberwissen. Bin ich leider nicht dabei, wird also nur halb so witzig. Aber mich seht ihr demnächst wieder. Ihn leider ein bisschen öfter. Bis dann. Ciao. Cheerio, Miss Sophie.